Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Verkannte von Thüringen, Version 3.101. Tja, schönen Wochenstart, auch für den Dienstag, ne, habe ich gestern vergessen. Auch immer nicht tragisch, bin da nicht so, also bin da eher vergesslich zu so Sachen. Ja, ich fahre weiter Richtung Feld Nr. Jo, das Klickfeld ist. Müsste 42 sein. Da fahren wir jetzt hin. Und werden gleich mal das Klee pressen, ne, zu ballen. Und dann können wir gleich mal den Big M nehmen und mit dem Pferdegras fahren und mal eine Probe machen, ob das beim Ballenpressen genau Pferdegras ist. Ich hatte den Verdacht, das könnte so sein. Müssten wir hinterher zwar viel sammeln, aber gut, was soll's, ne? Ja, Luzerne wird noch gepresst. Das dauert noch ein bisschen, deswegen habe ich jetzt hier den zweiten dazu genommen. Was fährt hier rum? Ah! So. Ich hab gerade letzten Folge bloß gesagt, nee, hier gibt's Baustellen. Und jetzt hinten liegt hier Strohballen rum. Gut, das ist nicht von mir, das ist vom. Jo, vom Castor, der hat so nur Dinge eingebaut, ne? Weil ich will jetzt keine Strohballen pressen in dem Sinne, also höchstens Rundballen, ne? Weil ich ja gerade Rundballen pressen habe, hier gibt die Krone würde ich eher, naja, kann man auch nehmen, weil der presst relativ schnell. Kleefeld, da ist er. Ich muss mal gucken, wie ich das gespeichert habe. Wie gesagt, ist eine Woche her, jetzt geht der Spiegel wieder. Mal gucken. Feldmodus, ne? Mal gucken, welches Feld überhaupt ist. Das ist viel wichtiger. 42. 42, also 42. Ah, hab ich schon bekommen. Ersten Wegpunkt. Einstellen. Und mit den Jungen werden wir gleich mal so ein Bruder Richtung Pferdegras fahren, ne? Guck, überlegen, ja, hier am Wald nicht, aber oder? Kann man hier lang fahren? Bestimmt. Ja, das könnte hinkommen. Der fährt irgendwo hin, wird schon machen. Ersten Wegpunkt. Wahrscheinlich auch entsprechend so angefangen beim Mähen, ne? Also, muss ich mal starten. So. Machen wir die Innensicht. Ja, hier in Thüringen geht es weiter, ne? Getreidefelder wachsen auch schön. Unsere ja, Sonnenblumen wächst auch hervorragend. Mais, sehr schön. Sie haben schon ein bisschen viel Regen gehabt, eigentlich. Aber Blocking, Mist. Abkippen, ne? Oder hier. Also jetzt fährt er wieder. Oh, 9%. Ach, das ist der andere hier. Der hat noch einen Strohball drin. Na gut, das macht ja nichts, ne? Aber halt einen Strohball. Tja, heute ist bei mir Dienstag. Jo, 3 Tage nach Wochenende. Weg ab. Der Gas weg. Packen noch voll, packen noch voll. Ja, ich will wissen, ob das mit Pferdegras funktioniert. Das würde mich interessieren. Denn wenn ich Pferdegras und Ballen kriege, und los habe ich halt nur Gras. Also Hexwerk. Und ich möchte gerne, dass es da entsprechend funktioniert. Ne? Das ist schon ganz wichtig. Mit Verfahren. Aber denkt man nicht, am Ball vorbei muss das Feld bald sein. Ne? Aber ich möchte ganz vorne anfangen, mal einen Stich zu machen.
Und wenn es nicht klappt und auch Gras folgt ist, dann können wir mit dem Hexer weiterarbeiten und die fahren entsprechend dann das Gras zum Silo im Hof 1. Und da habe ich noch ein Fahrzeug stehen zum Verdichten. Es wird ja nicht allzu viel Gras werden. Da müsst ihr höchstens noch diese anderen Fahrzeuge nochmal aufrüsten auf Zumindestbereifung. Weil die sacken im Feld stellenweise ein, wenn es bergauf geht. Ne? Ungünstig. Dass die bei Gelegenheit mal eingreifen und das selber machen. Die Klee feucht, die klappt auch. Super. Schön. So, Hand frei. Hier mal bei der Maus gucken ein bisschen. Aber hier ohne, ne? Also das allermeiste Silogras würde ich ja in der BGH verarbeiten. Weil Kühe brauchen nicht so viel. Da habe ich ein Gras zu liegen, Grassilage zum Mischfutter. So, da kommen wir nicht so sehr weit mit hin noch. Ich habe auch kurz überlegt gehabt, na, leistest du so ein Fahrzeug aus und machst einen Probeschnitt. Ach, da war ich gesehen, das Feld war ja fast fertig und dann gesagt, okay, dann kannst du darauf nicht warten. Und wir müssen ja anfangen zu sammeln, ne? Die Ballen müssen ja jetzt alles im Hof. Also die Klee und also Luzerneballen sollen ja auf Hof 1 in der BGH verarbeitet werden. Also ich kann auch Hof 1 verwenden, ne? Das geht auch. Machen wir die Außenansicht. Da sind wir. Einfach mal ein Stückchen Stein, ne? Also wenn es dann klappt, dann müssen wir einen Kurs programmieren, ne? Das ist klar. Aber zum Anfang, den ersten Ballen, man muss ja nur sehen, ob er wirklich das da zieht das Gras aus. So. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Von der Höhe her, ne? Mal gucken mal, was wir rauskriegen. Ob das Gras ist oder Pferdegras. So, wow. Das haben wir natürlich Stroh drin, ne? Da nur ein bisschen mehr mähen, nützt ja auch nichts. Weil Stroh, das müssen wir erst rausbekommen. Und das ist ein bisschen mehr, ne? Ja, das ist schon schön gewachsen, ne? Hat auch lange gedauert, ne? Ja, die unsere kleinen Wiesen sind auch schon wieder fertig zu mähen. Jetzt reicht. Jetzt mal schauen. Sonst, das macht es ja schwierig einzusammeln, ne? Was hier passiert, hat Fläche nicht gemacht. Unkraut, null. Ja. Kann man nichts sehen, ne? Was macht er hier für eine Meldung? Er kennt ja nicht als Pferdegras an. Okay. Unkraut. Info ist Unkraut. Naja. Schau mal, ne? So. Hey. Wie gesagt, immer gucken. Anfangs der Stroh. Weil der Stroh drin war. Das geht automatisch hier. Und den kippt der ja nur aus.
Der muss wahrscheinlich Pferdegras voll. Ey, das gibt's gar nicht. Das pressen wir ganz kurz und dann müssen wir trotzdem mit dem Big M erstmal alles berechnen lassen. Den Strohball müssen wir dann kurz trotzdem drin lassen. Weil das Pump ist da runtergefallen. Eigentlich nicht. Den legen wir rechts hier ab. Die rechte Hand weh. Z. Aber den wollen wir noch später holen. Ob das mit einer guten Probe sind rein, dann lässt man wieder extra hinfangen. So. Das ist Pferdegras, das ist natürlich optimal, ne? Oder nicht optimal. So. Aber egal. Nur 12 km/h, aber scheint sehr viel zu sein, ne? Ja gut, dann muss ich, ah ja gut. Oder muss ich reparieren, 20% kann sein, dass er vielleicht deswegen nicht so schnell fährt. Ich glaube, es ist mir mal egal. Können dann den Krone ja losschicken. Ich will nicht weiterfahren, weil ich drauf habe. Ja, gut. Gut, dann kippen wir ab. Also, als Hinweis, Regen kommt. Als Ballen ist er als Pferdegras erkannt. Warum er nur am Hänger nicht erkennt, weiß ich auch nicht. Oder mit einem Update könnte jetzt sein, dass es klappt. Muss ich mal probieren. Mit dem Hexter. Dann müsste den Anhänger von dem Arbeit. Irgendwie nützt du auch nichts. Muss ja mal gemacht werden, ne? Könnte auch mit dem Dings arbeiten, mit dem Schwader extra und dann nur mähen lassen und dann mit zwei Schwadern im Verband arbeiten, dass man zwei Ballen vielleicht im Verband arbeiten kann. Ne? Wäre auch eine Option. Dann wird man ein bisschen liegen. Gut, dann mal ganz kurz, das ist unser Klee. Warum willst du nicht? Im zweiten, dritten? Dann wieder das Problem. Drei Holle gepresst, ne? 9. Gerade keiner mal. Crossplay. Lassen. Zwar automatisch, manuell, das ist klar. Entweder hat sich umgestellt oder. Das weiß ich nicht genau. Gib mir eine Farbe jetzt. Klein auszupressen, ne? Pudding ist er klein. Aber in dem Fall ist ja die Firma egal. Im Prinzip, ne? Irgendwo war ich stehen geblieben. Ich wollte was machen. Ach so, hier. Ich wollte jetzt Anne hier pressen. Wo ist jetzt der? So. Dabei waren. So, mal gleich gucken hier. Das muss ja noch gedüngt werden, aber das alles
da geht nicht. Soll ich gerade so fest. Da müssen wir später um kümmern. Das muss hier mal in Schwung kommen hier. Ich muss hier den einen Fahrzeug. Ja, können wir einsteigen. Mal testen. Das heißt, den Traktor wollte ich eh die Reifen auf Zwillingsreifen machen. Und das Gras mal abkippen. Ob der jetzt nach dem Update auch. Vielleicht erkennt er auch Pferdegras an. Das wäre ja an sich lieber, weil. Da war drinne. Vor leer machen. Dann haben wir ein Problem. Das Gras geht zu Gras, ne? Das ist ein Problem. Habt ihr nicht so. Gut, der Häcksel auch leer. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn nächstes Mal losfährt, sollte Rest Gras entsprechend raus sein. Ne? Wenn es hinterher wieder Gras ist, dann ist es natürlich erstmal so die Art erledigt. Ne? So, schnell zum Dino fahren. Gibt mir dabei Gras ab. Und dann schauen wir, ob das Traktorenreifung auf links hinkriegen, Zwillingsbereifung. Und dann. Und mal probieren, ob der Häcksler das entsprechend hinkriegt mit Pferdegras. Das sind ja diese Häcksler von Castor, die er dann links hat. Die man dazu downloaden kann. Ne? Hat ein paar Sachen verlinkt. In einem Forum. Da kann man das alles entsprechend aussuchen oder nutzen. Ne? Kann, muss nicht, ne? Man muss auch nicht meist Plus nehmen, ne? Das muss man nicht haben. Geht auch ohne. Wie gesagt, wir haben alle die Sachen verschiedene Preise. Wenn wir blöd und mit Gras machen würden, statt obwohl der eigentlich genug PS hat, ne? Kommt der nicht hoch. Aber wie gesagt, der hat die 93. Jetzt hier muss ich auf die. Bei Regen ist noch blöder, an Anführungszeichen, weil die jetzt richtig durchdrehen. Ne? Das ist der Realismus, den man auch gerne haben möchte. Ich jedenfalls. Und wenn es absolut nicht geht, dann muss man auch verzichten. Aber wie gesagt, ich würde das gerne haben. Den Ballen, das tut uns immer gut egal. Den Strohballen ist nicht Problem. Stroh haben wir mehr als genug, wir haben 100 Kubikmeter pro Bahnmarkt verkauft. Da. Hatte hier extrem viel Strom gehabt letztes Mal. Ich wollte alles verwerten in der Pelletsfabrik, aber wie gesagt, das schaffst du gar nicht. Also alles im Vermögen machst du damit auch nicht. Ne? Das ist das ganze Problem dabei. Hackschnitzel aus Holz verdient ein bisschen mehr, aber aus Stroh ja, kann man nehmen als Verdienst im Winter, wenn man Langeweile hat. Und wer möchte schon ständig Strohpellets fahren? Ne? Wieder angekommen Zeit, Wahnsinn. Wir angekommen Hof 1, ne? Und wir sind angekommen, Ende der Folge. Zuschauer, das soll es, liebe Verzockt, auch schon für heute gewesen sein. Hier sind wir ein dickes Dankeschön, das weiß ich reinschauen. Ja, dann sagen wir tschüss, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter in Thüringen. Hoffentlich, der Regen wird gerade angefangen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.